Und weiter geht's mit Tour Nummer 5 und Tour Nummer 6. Und wer wissen möchte, worum es geht und es noch nicht gemacht hat, erstmal das Intro anschauen. Der Link dazu, den gibt es in der Beschreibung. Das war Tour Nummer 5. Startpunkt ist der Ort La Quinta. Und man startet an der Ermita de San Margarita. Das war nur eine kurze Tour, ein kleiner Spaziergang, 5,3 Kilometer, 240 Meter im Aufstieg. Trotzdem eine sehr schöne Tour. Und auch hier gilt, wer zu spät kommt, der kann nicht mehr parken. Hier ist es ein bisschen blöd hinzukommen. Also man fährt von der Hauptstraße, die Bayadeche ist, diese kleine Straße hoch. Serpentin, sehr enge Straße, ein bisschen schwierig zu finden, und parkt dann an dieser Ermita de San Margarita. Da läuft man dann zunächst nach Süden und kommt hier in den Wald. Sehr schönes Stück. Und man hat hier sehr schöne Aussichten auf die Südwestküste. Hier ist dann der eben erwähnte Aussichtspunkt auf die Südwestküste. Man sieht Adeje, Arona, und man kann, wenn man noch hier ein bisschen links um die Ecke geht, bis Los Cristianos schauen. Blick auf Los Cristianos und nicht zu nah an den Rand. Denn hier geht's runter. Das wäre jetzt der Weg nach Adelphi runter, ne? Weiter geht's mit Tour Nummer 6 vom El Portillo zum Parador Nacional. Wer das Intro noch nicht gesehen hat, der Link ist in der Beschreibung. Ein grundsätzlicher Tipp: Man sollte nach meiner Meinung immer zum Auto hinlaufen. Das heißt, wir haben am Parador geparkt, sind dann mit dem Bus zum El Portillo gefahren und von dort zum Auto zurückgelaufen. Der große Vorteil, wenn man zum Auto hinläuft, ist, dass man unabhängig ist von Busfahrplänen. Man kann auch mal zu spät kommen. Man verpasst keinen Bus. Ist nach meiner Meinung die bessere Variante. Die Tour vom El Portillo zum Parador Nacional ist 8,4 Kilometer lang. Man hat 450 Meter im Aufstieg. Ist eine sehr schöne Tour, karges Gelände. Man läuft zunächst vorbei und hat rechts von sich die Montaña de los Tomillos, der Thymianberg. Dann geht's weiter und wieder, wenn man nach rechts schaut, die Montaña Blanca. Ist auch ein sehr schöner Aufstieg, problematisch zu parken. Man könnte hier jetzt noch, bevor man zum Parador zurückkehrt, diesen Weg hier laufen auf die Montaña Rayada. Das ist nun mal eine ordentliche Tour, weil es sehr steil hochgeht.